Für euch geht's weiter mit Michael. Tag 5. Ja, und die Lucy hat heute Geburtstag. Yeah. Und sie hat selber diesen Kuchen gebacken. Wie toll ist der denn? Toller als das da. Nee, oh, das ist auch toll. Was ist das denn Geiles? Du bleibst da, wo du bist, ja? Es ist mit dem Fight Call. Du wiegst deinen Arsch nicht. Also, wenn hier Fight Call ist, dürfen wir immer nicht auf die Bühne. Ich mag es, wenn du so verpufft auch. Wo sind die Frauen, die dich ausziehen? Ja, die kommen auch gleich. Ja, ich würde das auch sonst übernehmen. Martin muss seinen Böller immer hier zwischen die Beine stecken vor jeder Aufführung. Warum? Ja, damit es knallt. Hast du so Nachtsicht? Ja. Kannst du mal gucken, ob deine Krawatte liegt? Naja, sagt er richtig. Kannst du gleich wieder meine geilen Raketen satteln? Yeah. Halbzeit, Halbzeit. Die Hälfte der Shows sind vorbei. Der Fester hat heute beim Mond einen Saturnkreis. Ja. Meine Bauchbinde hat sich irgendwie in den Kabel verhängt. Der Fester war so fett, der hat seine eigene Anziehungskraft. Wow! Ja, wir hatten heute spezielle Dinge heute dabei. Ja. Das ist nie passiert. Nee, wir haben es auch nicht festgehalten. Ja, alles, was sie sagen, wird gegen sie verwendet. Okay. Oh, André ist ja hier. Und Anna ist da und Jan. Anna geht still. Das war auch geil. Das war auch sehr geil. Das war schon die Hälfte. Yeah. Die Hälfte haben wir. Counter. Hey. Es waren sogar zwei. Aber die Nasty ist da im Messe-Outfit. Kennt ihr den? Ja, Steuermann mal bei Dr. Tessa hier. Sehr geil ist. Die Anna war auch da. Ja. So, schön. So. Das sind die Zuschauer. Hallo Zuschauer. So, ja, das war die Hälfte. Wir haben jetzt die Hälfte rum. Weiter geht's mit Das ist russisch Roulette, bloß mit Schokolade. Genau. Einige davon sind scharf und die anderen sind halt normal. Andreas, du bist dran. Ich hab schon scharf. Nicht dieser Minzwürfel. 20 leckere Schokokugeln, wovon 4 mit einer würzigen. Kein. Ausstellung, aber was? Achtung, ich würfel. Oh, der Würfel ist ich habe eine 4. Das ist meine Lieblingszahl. Da kann ja eigentlich alles. Eins. Links oben sie. Wie scharf ist denn das? Also ich fand's richtig scharf. Julia hat geweint, ich mag es nicht so keine scharf. Also Max ist sich nicht sicher, ob es scharf war. Ja, gut, Max zählt nicht. Achso, Julia sitzt ja, es scheint keine scharfe zu sein. Das schmeckt komisch. Das ist warum lachst du denn nicht? Wahrscheinlich ist es nur ein geschmolzener Adventskalender Schokolade. Angepasst. Oh, nee. Scheiße. Ist doch scharf. Scheiße. Doch scharf? Ja. Mann, ich will jetzt auch mal scharf. Ja. Und? Ich nö. Oh, rechtzeitig zum Schnieblo-Tag kommt natürlich Michelle auch wieder. Die Reaktionen sprechen beide für sich. Ich finde das so witzig. Max meinte eben, das ist voll gemein. Er hatte heute noch gar keinen Schnitzel. Ja, hatte ich auch nicht. Ne? Was ist das für ein Schnieblo-Tag, wenn ich keinen Schnitzel bekomme? So machen wir das immer. Danke. Was, so machst du das immer am Schnieblo-Tag? Ja, am Schnieblo-Tag. Er sollte meine kleben. So, und diese Nacht und nun! Ich hab mich auch
Guck mal, wer hier ist, Janni. Du hast sie verpasst. So, okay, dann doch nicht. Und die kennen wir aber alle hier. Oh. Ja, zwangsläufig. Hey, toll, dass ihr da seid. Hey, der ist schon wieder. Ja, schon wieder. Wir sind alle nur meinetwegen gekommen, ja? Genau. So, okay, gut. Ja, tschüss. Toll, toll, toll. Es wurde gesagt, mein Gesicht ist wichtig, deswegen. Wer denn? Wo denn? Wir. Ah. Wir und er. Oh. Weil du es angefragt hattest. Ja. Biercounter 6. Sehr geil, Herr Schatz. Doch, Vera ist hier. Ja. Vera ist da. Oh Gott, sehe ich aus. Vera ist da. Vera hat auch angefangen. Ich weiß gar nicht, bist du in einem der ersten Vlogs mit zu sehen überhaupt? Nee. Nee, ne? Bist du nicht mal. So früh ist sie schon ausgestiegen gerade. Ja, ich bereue es. Ja. Ihr habt es so gut gemacht. Danke. Was das war? Das war der 6. Tag. Wow. Und wir sehen uns jetzt wieder bei Tag 7. Wenn die Kleinen Gommnisse schlafen. So langsam hast du eine gesunde Gesichtsfarbe. Jetzt habe ich die japanische Flagge auf der Schulter. Sie ausgerechnet heute, wo ich meine Monsterbrüste habe. Was spricht denn dagegen?